Und mit seinem feinen Speck ist der Florian vom Hagmoosbauern in Rothstadt auch dabei. Florian, was bittest du heute sonst noch? Ja, bei uns kann man noch Rindfleisch bestellen. Wir haben eine Urrasse, die ist Aubrac-Rind von Frankreich. Haben wir früher eine Milchwirtschaft gehabt und haben vor 5 Jahren angefangen, die Direktvermarktung einzuführen. Wir sind der Bergbauernhof auf 1160 Meter. Und wie gesagt, bei uns kann man das Rindfleisch vorbestellen. Und früher habe ich die Leute heimgeführt. Aber weißt du, wenn das oft ist, dann komme ich oft nicht mehr heim, weil ich da schon ein Bier trinken muss. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, jetzt bin ich ein Rothstädter. Frage mal in Ernst, was er da verhalten hat, dass ich mir einen Bauernmarkt herstört. Dann dürfen die Leute herkommen, ist für die Frequenz gut. Und um das geht es bei uns, um die Nachhaltigkeit, ums Regionale, steht bei uns an vorderer Stelle. Gisa, bist du jede Woche da? Ja, ich bin jede Woche da. Ja. Wie weit oder wie sehr schätzt du den Zusammenhalt da von den Standlerinnen und Standlermarkt? Ah, das ist sehr gut. Wir haben so ein gutes Verhältnis, das passt einfach so genau. Das ist super, ja. Mit dabei am Rothstädter Wochenmarkt ist auch der Markus vom Bier aus dem Tal. Markus, ihr punktet alle wieder mit Innovationen. Was habt ihr heute mitgebracht? Wir haben heute unser ganzes Käsesortiment mit, was wir jetzt über die Jahre schon ein bisschen aufbauen haben können und erweitern haben können. Und heute speziell haben wir da für die 30-Jahre-Feier einen Jausen-to-go-Spieß gemacht, den was wir die Leute ein bisschen ausdauern, dass sie einfach unser Grundsortiment in kleine Happen ein bisschen genießen können. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, am Wochenmarkt in Rathstadt sind wir jetzt fertig. Einige Standler packen zusammen und sind dann gleich am Nachmittag in Oldenmarkt am Wochenmarkt zu finden. Und da schauen wir jetzt auch hin. Am Vormittag waren wir in Rothstadt, gell? 30-Jahres-Feier vom Wochenmarkt. Ja. Der in Altenmarkt ist noch nicht ganz so alt, oder? Ein bisschen jünger bin ich da noch. Aber gleich einmal ja. Nächstes Jahr haben nachher wir das 30-Jährige. Ja. Also 29 Jahre. 29 Jahre sind wir da jetzt. Ja. Was würdest du sagen, ist das Besondere am Altenmarkt, der Wochenmarkt? Am Altenmarkt, der Wochenmarkt. So besonders. Es läuft ganz viel parallel mit dem Rothstädter, weil wir ja auch so 60% die gleichen Lieferanten sind. Als wir drei heraus treffen wir uns halt wieder mit der Nicht-Londone, die von anderen Märkten nachher von Vormittagsmärkten zukommen. Man darf nicht vergessen, ich muss dann den Andi Lettner vom Lausburg noch einen Käse mitnehmen, weil der wird halt ein paar Gerichte mit deinem guten Ziegenkäse machen. Ja, ja, da habe ich nachher schon was hergekriegt. Ja. Das war nachher für den Andreas noch zum mitnehmen. Ja. Vielleicht. Was haben wir da? Herbit. Da haben wir einen Basilikum-Frischkäse und einen Hauslaub. Mhm. Für den wir jetzt die Silbermedaille bei der DLG gemacht haben. Ja, Wahnsinn, gratuliere! Ja, danke. Da habt ihr ja generell sehr, sehr gut abgeschnitten, glaube ich, gell? Da haben wir sehr gut abgeschnitten, ja, weil da haben wir mit den Zacher Ziegenkäsebällchen haben wir zweimal Gold holen können. Einmal in der Prämierung eine Goldmedaille und dann ist aus allen Goldmedaillen der Gruppe die beste Goldmedaille gekürt worden. Und das haben wir dann auch noch geschafft. Ja, Wahnsinn. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das war halt diese Einzigartigkeit in dem Bewerb. Ja. Und war natürlich großartig, ja. Dass er an das einmal aufgehen darf. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, die Konsumentinnen und Konsumenten haben es nicht so einfach mit den Medienmitteilungen, dass alles teurer wird, dass man sparen muss. Wie ist das bei euch auch in der Landwirtschaft? Sind natürlich die Energiekosten gestiegen. Wie handelst du das mit der Preisgestaltung? Ja, wir halten den halt da noch sehr, sehr, sehr zurück, weil wir sind richtig nur in ganz kleinem Maße gestiegen. Also keine Relation zu dem, was wir alles an Kostenerhöhungen haben. Aber wir versuchen halt das Ganze ein bisschen klargeweise auszugleichen, weil wir natürlich wissen, wie schwierig das für jeden Einzelnen ist. Und das für Familien mit ein paar Kindern ist es nicht einfach, dass man sich nachher einen großen Einkauf noch leisten kann. Aber was ich mir mit Sicherheit verwehre, ist, wenn man heute sagt, das ist ein Wochenmarkt oder ein Bauernmarkt oder wie immer oder ein Bio-Lohn oder sonstiges und dann sagt man, das ist automatisch teuer. Das ist ein Blödsinn. Geht's hin, geht's rein, schaut, senkt die Preise an und dann werdet ihr sehen,
dass große Überraschungen erlebt. Mhm. Dass das ein großes Theater ist, aber mit wenig Hintergrund. Du verfolgst ganz vehement deine eigene Philosophie, bist mit einer großen Leidenschaft dabei. Und wie das bei dir am Hof ausschaut, am Kohnwaldhof, das haben sie meine Kolleginnen und mein Kollege, nämlich die Resi Rossmann und der Tom Meyer, direkt vor Ort bei dir am Hof angeschaut.